eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir. Und wer ist schuld dafür? Was also glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass. Es kann nicht sein, dass in dieser Zeit, wo unser Staat Steuern kriegt, sie sprudeln wie noch nie. Wir können noch 100 Jahre sitzen. Sie können 30% Vermögensteuer nehmen. Sie können 50% Erbschaftssteuer nehmen. Und wenn die SPD und wenn Frau Nahles und Herr Gabriel nimmer weiter wissen, dann kommt Vermögensteuer, dann kommt Erbschaftssteuer und am Ende nützt das gar nichts. Wissen Sie warum? Weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Ich muss nicht hier sitzen und mir das anhören. Wie würde Ihnen ein fetter Panda-Hammer auf die Fresse gefallen? Die großen Lumpen muss man schwerer aufs Hirn hauen, als man die kleinen Leute verfolgt. Bereits im März sollen Staatsanwälte das private Anwesen von Hoeneß am Tegernsee durchsucht haben, hier Archivbilder. Die Münchner Abendzeitung will erfahren haben, dass der Bayern-Präsident bei Schweizer Banken über ein Vermögen von mehreren 100 Millionen Euro verfügt. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten. In Düsseldorf jedenfalls herrscht Genugtuung darüber, ein für Steuerhinterzieher mildes Abkommen mit der Schweiz verhindert zu haben. Hoeneß selbst wollte sich gegenüber dem bayerischen Fernsehen nicht äußern. Mit einer Selbstanzeige kann ein Steuerhinterzieher die Strafe reduzieren oder sogar abwenden. Der Staatsanwalt prüft derzeit offenbar, ob dafür im Fall Hoeneß die Voraussetzungen gegeben sind.